Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Wachleute am Lagese sollen bald auf Gesinnung überprüft werden. Bundespräsident muss dem Volk keine Auskunft geben und das Wetter wird wärmer, aber auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt. Mehr zu den Aussichten am Schluss der Sendung. Und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 26. November. Berlin will mit Schulung für Wachleute und einer ausgeweiteten Videoüberwachung für mehr Sicherheit am Landesamt für Gesundheit und Soziales sorgen. Nach rechtsextremen Äußerungen eines Wachmannes gegenüber Flüchtlingen seien dem Sicherheitspersonal entsprechende Angebote gemacht worden, sagte Sozialsenator Chaya am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte, wie berichtet, mit Nazi-Vokabular gegen Flüchtlinge, Helfer und Politiker gehetzt, was in einem Video dokumentiert war. Er verlor daraufhin seinen Job. Aus der Opposition kam Kritik daran, dass Berlin mit der Sicherheitsfirma trotzdem weiter zusammenarbeitet. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen reichten zudem bei weitem nicht aus, so die Opposition. Gauck muss keine Auskunft geben. Bundespräsident Joachim Gauck muss die Öffentlichkeit nicht über Bedenken bei der Prüfung von Gesetzen informieren. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Eine Veröffentlichung würde die Integrationsfunktion des Bundespräsidenten in Frage stellen, hieß es am Donnerstag zu einem Beschluss des Gerichts. Damit wurde der Eilantrag eines Journalisten abgewiesen. Dieser wollte vom Bundespräsidialamt unter anderem wissen, welche verfassungsrechtlichen Bedenken es gegen das Betreuungsgeld gebe. Das Bundespräsidialamt verweigerte aber die Auskunft. Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten. Wegen weiterer Bauarbeiten fahren von Freitagabend an auf einigen S-Bahn-Strecken Busse statt Bahnen. Weil die Weichen geschliffen werden, fahren bis Samstagmorgen auf der S25 zwischen Schönholz und Tegel keine Züge. Bei der S1 müssen die Fahrgäste in Schönholz nur in eine andere Bahn umsteigen. Wegen Arbeiten an der Sicherungstechnik der Fernbahn sind bis Sonntagmorgen auf der S46 zwischen Königs Wusterhausen und Zeuthen ebenfalls Busse im Einsatz. Der Schienenersatzverkehr auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord soll noch bis zum Montagmorgen dauern. Hier wird eine engere Taktung der Züge vorbereitet. Ab dem 13. Dezember soll nämlich auf der Strecke ein Zug alle 20 Minuten statt bislang alle 40 Minuten fahren. Forderung im Parlament. Berlin soll zukünftig Einnahmen nach Ansicht der Linken sofort in Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen investieren. Die Jahresüberschüsse von rund 500 Millionen Euro durften nicht, auch nicht zum Teil, zur Schuldentilgung genutzt werden, forderte sie. Normalerweise werden Überschüsse in Berlin zur Hälfte zur Schuldentilgung genutzt, mit der anderen Hälfte soll der enorme Sanierungsstau an Schulen, Straßen und anderer Infrastruktur abgebaut werden. Erst am Mittwoch berichteten wir von Mehreinnahmen des Landes in Höhe von 300 Millionen Euro, weil Rentenzahlungen zu hoch vorausbezahlt worden sind. Hauspreise in Berlin steigen schneller. Der Anstieg der Preise für Immobilien in Berlin hat sich aus Branchensicht in diesem Jahr beschleunigt. Eigentumswohnungen in Standardwohnanlagen kosteten 1.850 Euro je Quadratmeter und damit 12% mehr als im Vorjahr. Einfamilienhäuser verteuerten sich je nach Lage um 7,4 bis 8,3%, wie der Immobilienverband Deutschland für Berlin und Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Lehrerin klagt gegen Kopftuchverbot. Das Kopftuchverbot für Berliner Lehrerinnen kommt erstmals auf den Prüfstand des Arbeitsgerichtes in der Hauptstadt. Eine abgelehnte Lehramtsbewerberin hatte das Land auf Entschädigung verklagt, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Frau mache geltend, wegen des Kopftuchs benachteiligt worden zu sein. Über den Fall soll am 14. April kommenden Jahres verhandelt werden. Nach dem Berliner Neutralitätsgesetz dürfen Lehrer, Polizisten und Juristen keine religiösen Symbole tragen. Die Innenverwaltung hatte das Gesetz erst vor kurzem kontrolliert und für gut befunden. IFO-Index kräftig gestiegen. Nach einem kleinen Tief im vergangenen Monat hat sich die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft im November deutlich aufgehellt. Das Dresdner IFO-Institut sprach am Donnerstag von einer kräftigen Expansion. Der Geschäftsklimaindex kletterte von 108,2 Punkten auf 110,7. Die befragten Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage besser als einen Monat zuvor,
Zudem geben sie sich auch für die nächsten Monate deutlich optimistischer. Die schrecklichen Ereignisse von Paris und die internationalen Turbulenzen beeindrucken die ostdeutsche Wirtschaft bislang nicht, hieß es. Berliner WLAN-Netz kommt voran. Der Vertrag über den Betrieb eines kostenlosen WLAN-Netzes in Berlin ist am Mittwoch bereits unterzeichnet worden. Damit bestätigte Regierungssprecher Schodrowski am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Unterzeichnet worden sei der Vertrag zwischen dem Land Berlin und dem Leiter der Senatskanzlei Björn Böning und dem ausgewählten Betreiber der ABL Social Federation aus Fürth im Roten Rathaus. TV Berlin hatte bereits mehrfach darüber berichtet. Der Vertragsabschluss hatte sich immer wieder verzögert, weil es noch Einzelheiten zu klären gab. Demnach sollen insgesamt 650 Hotspots in der Stadt installiert werden, darunter am Roten Rathaus, am Brandenburger Tor, auf dem Gendarmenmarkt, an der Philharmonie und am Theater des Westens. Ab Anfang 2016 soll man mit seinem Smartphone oder dem Tablet kostenlos in Berlin surfen können. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel zum Teil bewölkt, es bleibt aber trocken. Das Quecksilber sinkt auf 4 Grad. Der Freitag startet noch wolkig, im Tagesverlauf zeigt sich aber immer wieder mal die Sonne. Das Quecksilber bewegt sich jedoch gar nicht. Im Vergleich zur Nacht mit 4 Grad bleibt es winterlich kühl. Und der Blick auf die kommenden Tage. Quasi das gesamte Wochenende fällt ins Wasser. Immer mal wieder kann es leichten Regen geben. Zu Beginn der neuen Arbeitswoche steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit sogar nochmal an, ebenso die Temperaturen. Sie klettern von 4 Grad am Freitag auf milde 9 Grad am Montag. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.